Uns im Studio begrüßen wir jetzt seine Exzellenz, den Botschafter der Ukraine hier in Deutschland, Andriy Melnyk. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag, Frau Seiter. Guten Tag. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich diese Woche vorsichtig optimistisch gezeigt, dass eine diplomatische Lösung des Konflikts möglich ist. Teilen Sie diesen Optimismus? Also wir müssen diesen Optimismus teilen und wir unterstützen das, was die Deutschen und die Franzosen tun, auch jetzt im Normandie-Format. Aber gleichzeitig glauben wir, dass da viel mehr unternommen werden müsste, auch von der deutschen Seite, gerade in diesen dramatischen Tagen, um auch natürlich Diplomatie fortzusetzen. Das ist das A und O. Aber andererseits auch Abschreckungsmöglichkeiten einzusetzen. Und das ist das, was die Menschen in der Ukraine auch von Deutschland und von dem neuen Bundeskanzler erwarten. Auf der anderen Seite ist es doch ein deutliches Zeichen, dass der Bundeskanzler kommenden Montag erst nach Kiew zu Präsident Zelensky reisen wird und nach den Gesprächen in der Ukraine dann erst zu Wladimir Putin. Wird das denn auch anerkannt bei Ihnen? Auf jeden Fall. Das ist ein gutes Zeichen, dass man zuerst in Kiew ist und Gespräche mit dem Präsidenten der Ukraine, Herrn Zelensky, führt. Gleichzeitig hoffen wir, dass das nicht nur eine Zwischenstation sein wird, um eben dann quasi auf dem Weg nach Moskau, sondern dass man nicht nur über das Thema Krieg und Frieden spricht, sondern dass man auch die Ukraine stützt und auch mit einem neuen, großen Paket, also vor allem um die Wirtschaft zu unterstützen, kommt. Denn die Ukraine wurde bis heute immer wieder durch diese Brille von Russland angesehen. Und wir glauben, dass man, und das wird auch ankommen, denn die Ukraine erwarten, dass Deutschland uns als einen vollwertigen Partner ansieht, nicht nur als ein Störenfried oder ein Problemfall, um den man sich immer wieder kümmern müsste. Und das ist etwas, was die Menschen erwarten. Wir sind keine Bittstelle, wir brauchen keine Almosen, sondern wir wollen, dass die Deutschen erkennen den Ernst dieser Stunde und dass uns geholfen wird, hoffentlich doch mit Defensivwaffen, aber auch damit, dass man die Wirtschaft stützt. Denn wir sehen diese Drohgebärden, dieses Kriegstrommeln, diese Muskelspiele jeden Tag, die haben schon Einfluss auf die Wirtschaft, auf die Währung, auf die staatlichen Wertpapiere. Das alles ist jetzt in einem Zustand, in dem wirklich mit sehr, sehr starken Maßnahmen geholfen werden müsste, auch von der deutschen, von der europäischen Seite. Und da sind eben die Hoffnungen, die auch wir Ukrainer in diesen Besuch setzen. Sie haben die Waffenlieferungen angesprochen. Laut einer Umfrage lehnen 71% der Deutschen, also die deutliche Mehrheit, die Lieferung von Waffen an die Ukraine ab. Der russische Botschafter in Deutschland, der hat diese Woche gesagt, das könnte womöglich sogar eskalierend, nicht deeskalierend wirken, also eine Provokation darstellen. Was entgegnen Sie ihm? Wir glauben, dass 20% von denjenigen Deutschen, die für die Waffenlieferungen sind, auch ein gutes Zeichen ist für uns als Startposition. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen auch die deutsche Öffentlichkeit und die Bundesregierung natürlich davon überzeugen können, dass indem man uns Ukrainern in dieser dramatischen Lage auch mit Waffen hilft. Das bedeutet nicht, dass diese Waffen hoffentlich zum Einsatz kommen müssten, aber für Herrn Putin wird diese Entscheidung, diese politische Entscheidung in Deutschland durchaus eine große Bedeutung haben. Denn es ist schon das eine, wenn er sieht, also eine hilflose Ukraine, die sich vielleicht nur einige Tage oder Wochen verteidigen kann, wenn er angreift, oder eine Ukraine, die gestützt wird von den Partnern, von den Verbündeten, und Deutschland gehört ja dazu. Nicht nur die Amerikaner oder die Briten, die jetzt tagtäglich uns Waffen liefern, sondern auch die Deutschen, die sind fähig und imstande, das zu tun. Und deswegen glauben wir schon, dass das keine Provokation oder keine Eskalation bedeuten wird, sondern ganz im Gegenteil, das wird ein Beitrag dazu sein, dass die Diplomatie, die läuft, dass diese Diplomatie gestützt wird. Und wenn Herr Scholz dann in Moskau ist, dann kann er sagen, ja, wir wollen reden, wir wollen eine Lösung finden am diplomatischen Tisch. Aber wenn Herr Putin weiß, dass unter den Optionen, die auf dem Tisch liegen, auch Waffenlieferungen sind für die Ukraine, wir sind auf unserem Land, wir wollen nicht
den Donbass oder die Krim mit Gewalt zurückerobern. Wir sind keine Selbstmörder, aber wir müssen wissen, wenn es zu diesem schrecklichen Szenario kommen müsste, dann wird der Preis für Herrn Putin und seine Soldaten dermaßen hoch sein, dass dieser Krieg vielleicht doch noch abgewendet werden kann. Herr Botschafter, das ist aber deutsche Staatsräson, dass in Krisengebiete keine Waffen geliefert werden. Und auch die Ampelkoalition hat das noch einmal ganz klar gemacht. Der Bundeskanzler hat das ja auch betont. Und haben Sie deshalb vielleicht auch die Bundesregierung so stark kritisiert, dass Sie sagen, Deutschland lässt die Ukraine im Stich? Weil auf der anderen Seite haben Sie auch die wirtschaftlichen Folgen angesprochen. Deutschland hat alleine seit 2014 1,8 Milliarden Euro direkt gezahlt. Über die EU sind 3,8 Milliarden Euro gekommen. Und Deutschland ist der größte Nettozahler. Also unterscheiden Sie da tatsächlich so extrem zwischen dem militärisch-politischen und dem wirtschaftlichen? Auf jeden Fall, denn das, was wir heute benötigen, sind eben Möglichkeiten, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine und der Menschen in der Ukraine zu stärken. Darum geht es. Also wir brauchen heute keine Ratschläge, wie man die Dezentralisierung jetzt weiterhin vorantreibt oder wie man kleine Projekte dafür für Minderheiten organisiert, sondern was wir brauchen eben das Gefühl, den Menschen zu geben, und Deutschland kann das tun, dass die Menschen nicht alleine sind, dass die Menschen nicht im Stich gelassen werden. Denn das eine, der litauische Präsident war gestern bei Ihnen hier im Studio, genau, ja. Und Sie haben gespürt, also wie er das zum Ausdruck gebrachte. Aber Litauen ist NATO-Mitglied, und egal wie groß die Gefahr ist, unsere Litauen kriegen sie Waffen. Unsere litauischen Freunde können sich verlassen auf Deutschland als NATO-Partner, auf die Verbündeten, auf die Amerikaner. Und deswegen ist die Angst da auch groß, klar, weil das ist ein kleines Land. Aber sie wissen, dass wenn es zu einem Ernstfall käme, dann sind sie geschützt. Wir nicht, also wir sind alleine. Das heißt, die Deutschen, wenn die Russen einmarschieren sollten, da wird Deutschland keine Truppen schicken. Die Waffen können geschickt werden, und Sie haben angesprochen, diese... Die USA werden auch keine Truppen schicken. Auch die Amerikaner. Das alles wird hier so ein bisschen verkehrt gesehen, dass die Amerikaner uns zur Hilfe kommen. Nein, das haben Sie gesagt. Sie werden das nicht tun. Das Aber heißt, Sie liefern diese, Waffen. Sie liefern Waffen, und wir sind dafür dankbar. Und wir hoffen, dass die Deutschen auch mit dabei sind an Bord. Und zu Ihrer Frage, was diese Richtlinien betrifft, um keine Waffen in Krisengebiete nicht zu liefern, da gibt es eine einzige Ausnahme. Und diese Ausnahme bedeutet, im Fall, wo ein Land bedroht ist oder angegriffen wird, hat dieses Land laut UNO-Charta Artikel 51 das naturgegebene Recht, wie es dort steht, auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung. Und diese Rechtslage ist immer noch da. Das heißt, es ist eine politische Entscheidung, die Waffen an die Ukraine nicht zu liefern. Die können wir nicht nachvollziehen. Und zum Thema wirtschaftliche Hilfe. Wir sind nicht undankbar. Wir schätzen das, was die Deutschen uns gerade seit der Krim-Annexion getan haben, um die Bevölkerung zu unterstützen. Keine Frage. Aber das alles ist in Relation. Also heute brauchen wir das, um den Krieg zu verhindern. Also man kann jetzt den Krieg mit Beratern, die jetzt unterwegs sind, das sind vielleicht 300 Berater. Und dieses Geld, ja, wenn man das alles entschlüsselt oder aufschlüsselt, da braucht man eine eigene Sendung dazu. Denn alleine der Begriff Entwicklungshilfe, das, was Sie erwähnt haben, steht unter der Überschrift Entwicklungshilfe. Und das ist etwas Falsches. Denn wir sind kein unterentwickeltes Land. Also wir sind eine europäische Kulturnation mitten in Europa. Wir sind Nachbarn, und was wir brauchen keine Almosen, sondern wir brauchen Garantien der Bundesregierung und der EU, um die Investitionen jetzt zu sichern, und zwar in Milliardenhöhe. Das wird wirklich etwas bedeuten für uns, dass die Wirtschaft diesen Druck, also diese Panik, die jetzt vielleicht auch ausbrechen könnte, diese Panik verhindert werden kann. Wir brauchen Möglichkeiten, um auch den Handel voranzutreiben. Also wir sind keine Bittstelle. Wir wollen angesehen werden als ein vollwertiger Partner, auch in dieser Lage, die so kritisch und dramatisch ist. Und wenn Herr Scholz jetzt nach Kiew kommt, dann erwarten wir schon, dass er nicht nur mit Aufrufen kommt, um das Minsker Abkommen, das Minsker Abkommen umgesetzt werden sollte. Das wissen wir sowieso, das versuchen wir auch zu tun, sondern wir hoffen, dass man auch etwas im Koffer mitbringt, als ein Signal, also für die Wirtschaft in der Ukraine, für die Bevölkerung, wir sind nicht alleine. Wir sind Stichwort Minsker Vereinbarung. Die Russen fordern ja ihrerseits Sicherheitsgarantien. Die haben da ganz klare Erwartungen. Inwieweit könnte man denn aus Sicht der Ukraine
Russland da entgegenkommen, eben auch im Rahmen dieser diplomatischen Bemühungen, die ja der Westen derzeit anstellt. Jetzt erst heute Nachmittag gibt es ein hochrangiges Telefonat von Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Boris Johnson. Die Ukrainer wollen keinen Krieg. Und, aber es ist so, dass die Forderungen, die Herr Putin gestellt hat an den Westen und auch an uns indirekt, dass die Russen ein Vetorecht besitzen sollten, damit die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden kann. Also diese Forderungen sind nicht erfüllbar, zumindest nicht auf unsere Sicht. Und hoffentlich werden wir auch von unseren Partnern nicht in den Stich gelassen. Das heißt, man müsste mit den Russen reden, also kein Thema, aber nicht über die Fragen, wo es keine Lösung sein wird, gibt. Das heißt, wir müssen schauen, dass das, was die Russen verlangen von uns, vom Westen, das sind nur Ausreden, um eben das große Ziel zu erreichen, was Putin antreibt, nämlich eine Einflusszone in der Ukraine für sich zu sichern und auch quasi diese Anerkennung vom Westen zu bekommen. Das strebt Russland an. Das kann nicht erfüllt werden. Und wir hoffen, dass auch wenn die Amerikaner, die Europäer, jetzt auch die Deutschen endlich mit dabei in diesem Krisenmodus, in diesem diplomatischen Karussell unterwegs sind, dass man uns nicht in den Stich lässt und dass man einen Kompromiss mit Russland nicht auf unsere Kosten erreicht. Das wäre ein dramatischer. Wir fühlen uns im Stich gelassen in dem Sinne, dass wir auch heute keine weitere Perspektive hatten, also für die NATO. Das heißt, dieses Thema stand ja gar nicht auf dem Tisch, sodass die Russen jetzt plötzlich für sich das Thema entdeckt haben und sagen, ja, wir wollen diese Garantien. Aber wir fühlen uns in dem Sinne im Stich gelassen, dass wir quasi an der kurzen Leine seit Jahren, Jahrzehnten gehalten werden, dass wir in diesem Vakuum, in dieser grauen Zone mitten in Europa da alleine gelassen werden. Und das erhöht nicht die Sicherheit von deutschen oder von europäischen Partnern, weil das bedeutet eben, dass das jemand, eine Großmacht, heute sind das die Russen, wer das morgen sein kann, wollen wir gar nicht spekulieren, dann quasi möglich versuchen werden, also uns zu besetzen, unsere Staatlichkeit zu zerstören. Das können und wollen wir nicht zulassen. Und deswegen hoffen wir, dass wenn man uns fragt, was erwarten wir von Deutschland? Wir erwarten, dass die Deutschen richtige politische Weichenstellung vornehmen, nämlich, dass die Ukraine eine Beitrittsperspektive für die Europäische Union erhält, und zwar schon heute gleich, weil das wäre ja keine Provokation für Putin. Also er möchte nicht von deutschen Waren Angst haben, die in die Ukraine geliefert werden oder auch umgekehrt. Das wäre auch keine rote Linie für Herrn Putin, dass die Ukraine Teil dieser Familie wird. Und das Thema NATO bleibt auf dem Tisch. Wir werden darüber reden können, in welchem Format das möglich sein kann. Das sind die Bitten an die Deutschen, die wir haben. Und wir hoffen, dass die neue Ampelregierung, dass Herr Scholz tatsächlich den Ernst dieser Situation erkennen werden und auch dementsprechend handeln. Und Handeln bedeutet eben politisch eine Perspektive für die EU, für die Ukraine anzubieten. Das würde auch nichts kosten, denn es wird jahrelang dauern, bis wir dann tatsächlich beitreten. Und das wäre auch eine richtige Antwort für Herrn Putin. Aber die EU besteht ja immerhin aus 27 Mitgliedern. Aber Herr Botschafter, man muss ja auch die Frage stellen, wie wird die Situation eingeschätzt in der Ukraine? Wir sehen, der Westen spricht mit einer Sprache. Der Bundeskanzler hat in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt mit Polens Präsident, mit Emmanuel Macron, mit den drei baltischen Präsidenten. Und er setzt weiter auf Diplomatie. Sie haben es schon ausgeführt. Aber der US-Präsident sagt jetzt, alle US-Bürger raus aus der Ukraine. Also ist tatsächlich die große Gefahr eines Krieges in Europa da und wird sie immer größer? Also diese Gefahr ist nicht gebannt. Und das muss man so klar zum Ausdruck bringen. Die Gefahr des Krieges ist in der Luft, also und zwar buchstäblich spüren wir als Ukrainer diese Bedrohung hautnah. Und deswegen müsste man schnell handeln. Man müsste auch entschieden handeln. Das meine ich vor allem unsere deutschen Partner und deutsche Freunde. Und wie gesagt, man müsste einerseits diese Krisendiplomatie sehr geschickt vorantreiben. Das geschieht, Gott sei Dank, wir schätzen das. Aber auf der anderen Seite müsste man schauen, wie kann man Herrn Putin herausfordern, dass man nicht nur hinterher
läuft und versucht das und das oder seine Forderungen, die ungerecht sind, zu befriedigen, sondern dass man eigene Akzente setzt und sagt, ja, die Ukraine gehört dazu, wir sind ein europäisches Land. Wir wollen keinen anderen Nachbarn angreifen, wir wollen in Frieden und Ruhe leben, wir wollen Teil dieser großen Familie werden und das zu ermöglichen. Sie haben recht, es gibt 27 Mitgliedstaaten der EU und Deutschland möchte ja eine führende Rolle spielen, auch in der EU, auf der Weltbühne. Und das würde bedeuten, dass man nicht nur selbst diese Entscheidung trifft, ja, wir lassen das zu oder wir wollen das ermöglichen, dass die Ukraine beitreten, sondern auch dafür werben mit den schwierigen Partnern wie Frankreich und andere, die vielleicht ein bisschen skeptischer sein mögen. Aber das heißt nicht, dass man sagt, okay, das ist die Ausrede, das sind die anderen und mit dem Zeigefinger in die Richtung zu zeigen, das ist nicht korrekt. Man sollte diese Führungsrolle auch tatsächlich spielen und diese Verantwortung, die Deutschland trägt für Europa, für den Frieden in Europa, auch zum Ausdruck bringen und tatsächlich mit Leben füllen. Das ist das, was wir von Deutschland erwarten. Die Hoffnungen sind weiter da, dass es zu einer baldigen diplomatischen Lösung in diesem Konflikt kommt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir danken Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Herr Botschafter, danke, dass Sie bei uns gewesen sind. Danke für dieses ausführliche Gespräch. Danke schön.